Hallo Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal Miss Blush & Beauty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jasmin, für alle, die mich noch nicht kennen, beziehungsweise heute zum ersten Mal einschalten. Und heute soll es im Rahmen meiner Rosazee-Serie mal wieder weitergehen. Und zwar mit einem auch wieder etwas ungewöhnlicheren Thema. Es hat jetzt diesmal nicht mit Hautpflege zu tun, zumindest nicht im direkten Sinne, sondern eher mehr um Lifestyle, wenn man es so nennen kann. Nämlich, wie ihr auch schon im Titel unten sehen konntet, um Rosazea, beziehungsweise die Verbindung zwischen Rosazea und Hormone. Ich habe mich da nämlich ein bisschen schlau gemacht, beziehungsweise beschäftigt mich dieses Thema schon seit längerem, seit einigen Wochen, Monate könnte man schon so sagen, weil ich mich gefragt habe, ob es da nicht eine Verbindung dazu gibt. Hormone in unserem Körper spielen ja so eine große Rolle, ja, für so wichtige Prozesse auch, viele wichtige Prozesse, dass natürlich dann es nahe liegt, dass man sich diese Frage ja irgendwann auch mal stellt. Und so ging es mir zumindest und wie ich auf die Idee überhaupt gekommen bin, was ich mir dabei gedacht habe, ja, was ich bei meiner Recherche so alles herausgefunden habe und wie so mein Mindset jetzt dazu ist, das erzähle ich euch im Video. Wie es bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, dass manchmal die Rosazea ja teilweise sogar schon in Phasen, in Wellen auftritt, also was zum Beispiel die Symptome angeht, also bei Schüben, bei Flushs, Rötungen, Brennen, Jucken, Kribbeln, Pickeln, Pusteln, Pappeln, was sonst noch, ja, und man irgendwie so ein bisschen auch hilflos oder auch machtlos ist und sich auch fragt, woher kommt das denn jetzt? Man hat vielleicht sogar seine Trigger eigentlich immer versucht, zumindest weitestgehend zu vermeiden und trotzdem wird die Haut, zickt sie rum oder wird immer schlimmer und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was los ist. Und diese Zeiten oder diese Phasen merke ich dann immer ganz besonders in meiner zweiten Zyklushälfte. Na, da gibt es aber auch welche, die sind ganz unterschiedlich. Da gibt es welche, auch rosazea betroffen, die sagen, ich merke überhaupt nichts, meine Haut ist immer gleich, entweder gleich schlecht oder doch jetzt irgendwie durch die richtige Behandlung, Medikamente, Lasertherapie, besser geworden oder gleich gut. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder merke, dass es Zeiten gibt, da kann ich tun und machen und Hautpflege benutzen und mir besonders was Gutes tun, auch mein Stressmanagement irgendwie beachten und trotzdem rastet meine Haut aus. Sie ist uneben, also sehr texturiert, vor allem im Wangenbereich, wo bei mir die meiste Rosazea auftritt. Ich habe Pickel, ich habe einfach unglaublich gereizte oder reizbare Haut, egal was ich mache und wenn es nur das Gesicht reinigen teilweise ist, auch mit milden Reinigungsmitteln. Und ja, da habe ich dann so ein bisschen mal so ein Tagebuch geführt. Ich glaube, das ist generell gut, auch was so Lebensmittel angeht. Ne? Über Ernährung bei Rosazea habe ich ja auch schon mal so ein bisschen erzählt, um da halt zu testen zum Beispiel, okay, welche Lebensmittel mag meine Haut gar nicht. Und manche gehen eher doch und manche sind super. Und so war es eben auch, dass ich mir halt so Notizen gemacht habe, wann meine Haut mal wieder mega zackig ist. Ich hatte nämlich nur zwei Erklärungen, ehrlich gesagt. Neben eben, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, worum es ja eigentlich heute geht, ne? Rosazea und Hormone. Dass ich erstens Produkte benutze, die ich nicht vertrage, denn ich muss natürlich dazu sagen, da ich ja einen YouTube-Kanal habe, benutze ich ja viele und auch verschiedene Produkte, um sie dann auch zu reviewen, um sie euch zu zeigen, um euch zu, davon zu erzählen, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind, ob sie verträglich sind. Das ist, glaube ich, der Hauptaspekt. Und ja, da klar, da kann es schon mal sein, dass die Haut auch mal überschnappt. Oder zweitens, ich bin vielleicht doch mal bei meiner Family für ein paar Tage, auch im Urlaub, wie eben vor 2-3 Wochen der Fall war, und habe mal wieder was gegessen oder über die Stränge geschlagen, was ich eigentlich nicht essen sollte oder darf. Also, ne, ich habe ja auch schon so einige Lebensmittel, wo ich weiß, okay, wie zum Beispiel Milch oder Weizen, wenn ich das einfach zu oft, zu viel esse, dann zickt meine Haut wieder total rum, ich kriege wieder Pickel und einfach unebene Haut und ja, egal, nur ein Windhauch und schon ist sie gerötet. Und das waren so meine zwei Erklärungen lange Zeit für wirklich Wochen bis Monate. Bis ich mir dann gedacht habe, das musst du jetzt mal genauer beobachten. Und nach dieser ganzen monatelangen Beobachtung habe ich gemerkt, nee, das kollidiert nicht immer mit
eben Urlaub oder mit den Zeiten, wo ich mal mich ungesunder ernähre oder vielleicht sogar eine ganz normale, minimalistische Hautpflegeroutine anwende mit Produkten, wo ich wirklich 100% weiß, dass ich sie vertrage. Es muss also an etwas anderem noch liegen. Und dementsprechend kam dann sozusagen meine dritte Erklärung oder eben diese Hypothese in den Raum, ob es nicht vielleicht daran liegen könnte, dass es eben nun mal wie bei vielen Frauen oft auch so ist, also nicht nur Leute, die eben Rosazea haben, dass da vielleicht irgendwas im Körper passiert, beziehungsweise eben mit meinem Hormongleichgewicht, wenn es langsam eben, wie ich immer nenne, auf die dunkle Zeit geht, ja, und vielleicht doch irgendwas mit ja, meinem Hormongleichgewicht zu tun hat. Und weil ich ja jemand bin, der ja, solche Hypothesen nicht einfach gerne in den Raum stellt, sondern auch ja, Belege oder auch Beweise sehen möchte, mich oft halt auch informiere oder wenn ich recherchiere, auch so die Studienlage dazu nehme, habe ich mir überlegt, was könnte das denn stützen? Und da bin ich einfach auf die Idee gekommen, beziehungsweise hat bei mir so ein bisschen auch so ja, Klick gemacht, dass ja oftmals, oder auch Rosazea auftritt, bei Frauen erstens und zweitens, also zumindest hauptsächlich bei Frauen, natürlich gibt es auch Männer, die davon betroffen sind, aber die Mehrheit sind doch auch Frauen. Und da habe ich zum Beispiel auch an Zeiten gedacht, wo eben unser Körper, vor allem der weibliche Körper, mit Hormonschwankungen zu tun und auch zu kämpfen hat, wie zum Beispiel in und nach der Pubertät oder auch während und nach einer Schwangerschaft, in den Wechseljahren, ja. Also das sind ja oftmals große einschneidende Erlebnisse oder auch Perioden, in denen oftmals ja auch Hormone eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ja, in dem Fall sogar eher ein Ungleichgewicht, Schwankungen, ja, man weiß nicht, was los ist, was passiert da gerade im eigenen Körper, der ist einem schon irgendwie auch fremd, weil man ihn so ja gar nicht kennt oder auch nicht gewöhnt ist. Und da ist zumindest in der Forschung festgestellt worden, dass Rosazea gern und oft, nicht immer, ja, aber gern und oft eben in solchen Abschnitten auftritt. Und so als einen ersten Beweis habe ich das nun mal gesehen, dass meine Mutter unter anderem, die habt ihr ja schon mal in einem anderen Video kennengelernt zur Lasertherapie, die hat sie ja schon hinter sich, mir erzählt hat oder auch euch dann in dem Video erzählt hat, dass bei ihr die ersten Symptome der Rosazea in den Wechseljahren aufgetreten sind, dass sie es davor eigentlich nicht hatte und dann auf einmal, zack, waren die Rötungen da, zack, waren die geplatzten Äderchen da. Und ja, das war so mein erster Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht gibt es ja wirklich eine Verbindung zwischen ja, einem Hormonungleichgewicht oder Hormonschwankungen und eben einer Hautkrankheit wie Rosazea. Denn es ist ja nichts anderes, eine chronisch entzündliche Hautkrankheit. Und habe mir dann so überlegt, ja, wie ist es denn bei anderen Hautkrankheiten? Also gehen wir doch mal ein bisschen auch weg von der Rosazea, mal einen Schritt zurück auf diese, auf das gesamte Bild. Ja? Weil wenn man mal überlegt, ich hatte dann so weitergesponnen, ich hatte auch eine Freundin, die wirklich schwer Akne früher hatte. Da ist ja auch so, dass diese Hautkrankheit ja, getrieben wird durch ein Hormon namens Testosteron. Das ist in der Forschung belegt worden, dass wenn es zu viel eben im weiblichen Körper produziert wird, tatsächlich auch dann dafür sorgt, dass zu viel Talg produziert wird, dass die Talgdrüsen auch dann verstopfen, dass sich auch mehr Bakterien dadurch eben bilden können, weil das natürlich ein super Nährboden für die ist und dadurch auch schneller Pickel und Entzündungen in der Haut und auf der Haut entstehen können. Und das war wieder so in einem Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ja irgendwie auch hormongetrieben. Was ist, wenn Rosazea auch irgendwie was damit zu tun hat? Ich sage jetzt nicht, dass das der alleinige Faktor ist. Es gibt ja ganz viele Faktoren, die das beeinflussen, mit reinspielen. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass ich diese Beobachtung gemacht habe, dass ich machen kann, was ich will, ja, aber in der zweiten Zyklushälfte, also zumindest bei mir, habe ich immer das Gefühl, sie ist einfach dauergereizt. Und genau hier, also in der zweiten Zyklushälfte, habe ich mir dann gedacht, könnte ja vielleicht die Begründung darin liegen. Denn wie einige wissen, gibt es unter anderem zwei wichtige ja, Geschlechtshormone im weiblichen Körper, nämlich das Östrogen und das Progesteron. Und kurz eben vor der Periode kann es schon mal schnell zu einem Ungleichgewicht kommen, dieser beiden Hormone, welche dafür sorgen, dass man eben diese typischen Symptome des prämenstruellen Syndroms, also zum Beispiel, ja, dass man irgendwie Wassereinlagerungen hat und auch Pickelunterlagerungen und so weiter, dass die das irgendwie beeinflussen.
Unter anderem ist es ja nun mal so, dass in der zweiten Zyklushälfte ja auch der Progesteronspiegel ja eigentlich auch rapide ansteigt. Ja? Und weil klar, der Körper, ja, der bereitet sich ja eigentlich auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Und durch das Progesteron wird das Einnisten des befruchteten Eis in der Gebärmutter vorbereitet. So, aber ist da eben kein befruchtetes Ei, ja, kommt es zu keiner Schwangerschaft, dann kann dieser Progesteronspiegel auch ganz schnell wieder absinken und es kommt dann eben zur Blutung. Und wir gehen jetzt aber natürlich von einem natürlichen, ja, weiblichen Zyklus aus, der also ja gleichmäßig ist, der normal verläuft. Das heißt also auch ohne Verhütungsmittel, wie zum Beispiel die Pille. Dazu kann ich zum Beispiel jetzt gar nicht sagen, wie es in dem Fall dann ist, ja, weil viele sagen zum Beispiel unter der Pille, da gibt es ja solche oder solche, dass sie besonders gute Haut haben und dass, wenn sie sie absetzen, es dann erst eben zu diesem Hormonungleichgewicht kommt. Deswegen gehe ich jetzt einfach von einem, ja, gleichmäßigen, normalen, weiblichen Zyklus aus, ohne jegliche Verhütungsmittel. Und was die Forschung auch noch herausgefunden hat, dass auch bei Frauen, die allmählich eben in die Menopause kommen, ja, die gerade am Beginn sind, dass auch dort es häufig zu diesen Hormonschwankungen zwischen Östrogen und Progesteron kommt. Und am Ende dann sogar vielleicht zu einem Progesteronmangel, den viele eben dann wieder versuchen auszugleichen. Aber da ist natürlich am besten, wenn man das vermutet, egal jetzt, ob man eben nicht in der Menopause ist, ja, aber Probleme hat mit dem Zyklus oder eben schon in der Menopause, dann das eher vorher mit einem Gynäkologen abzuklären, da vielleicht einen Test machen zu lassen, ob man eben zu wenig Progesteron hat, ob man da was machen lassen kann, aber da jetzt nicht selbst alleine rumzudoktern. Nun, wenn es wirklich nur sehr begrenzt ist, also zeitlich begrenzt ist, dann, es hört sich vielleicht doof an, aber man kann da eigentlich wirklich nicht viel machen. Das, was ich am Anfang gesagt habe des Videos, tatsächlich ist es so, man muss einfach Geduld bewahren, das Durchstehen, ja, und einfach mit seiner Hauptpflegeroutine weitermachen, die man gut verträgt, am besten eher eine minimalistische in diesen Tagen verwenden. Das heißt also wirklich nur einen guten, passenden, also für den eigenen Hauttyp passenden Reiniger, einen Sonnenschutz und auch eine Gesichtscreme. Alle anderen Gimmicks und so weiter erstmal vielleicht in den Badezimmerschrank stellen und seine Haut nicht weiter unnötig reizen und sich auch sonst nicht allzu sehr seinen Triggern eben aussetzen sollte. Also vielleicht in die Sauna gehen, auch wenn man es gerade möchte, weil es irgendwie kälter wird, oder zu viel Zucker zu essen. Das machen ja auch viele gerne, weil man auch irgendwie dann denkt, okay, das brauche ich jetzt, oder auch Alkohol. Ja, dass man wirklich in dieser Zeit, in diesen Tagen, kurz davor und auch währenddessen, da einfach versucht, sich ein bisschen zurückzunehmen. Und gleichzeitig aber auch nicht in Stress zu verfallen, ja, sondern wirklich versuchen, das einfach auszusitzen, auszuhalten. Und ich weiß natürlich, dass sich das total einfach anhört im ersten Moment, ja, aber ich bin davor ja auch nicht gescheut. Ich denke mir aber nur, wenn ich mir das so selber sage und mir selber Mut mache, dass das wieder eben besser werden kann, dass ich eben jetzt nur diese paar Tage aushalten muss, ja, dann gibt mir es einfach gleich ein besseres Gefühl. Ich schöpfe einfach wieder ein bisschen mehr Hoffnung. Vor allem dann, wenn ich morgens dann wieder irgendwie in den Spiegel schaue und das Gefühl habe, okay, jetzt sind noch mehr Pickel dazugekommen oder Pusteln oder Papeln, ja. Also meine Haut beruhigt sich gar nicht mehr. Das sind wirklich auch für mich sehr schwierige und sehr schwere Momente, da dann drüber zu stehen und zu sagen, okay, nein, halte durch, du schaffst das. Aber wenn man dann einfach, ja, mit so diesem Mindset reingeht, mit so einem positiven Mindset, sich positive Gedanken macht, dass alles gut wird und vielleicht noch zudem also nicht nur die Trigger vermeidet, die ich gerade vorhin angesprochen habe, sondern vielleicht auch viel Wasser trinkt und auch versucht, sich in den Tagen besonders gesund zu ernähren und auch vielleicht auch Sport zu treiben und ja auch irgendwie mal ein gutes Buch zu lesen. Also ja, einfach mal so ein bisschen den Kopf woanders zu haben. Ja, nicht immer drüber nachzudenken, wie sehe ich denn gerade aus, wie sieht meine Haut aus. Dann geht die Zeit auch schneller vorbei und das Gefühl, also man selber fühlt sich einfach auch besser. Genau, das ist so mein kleiner Tipp noch zum Schluss. Ja,
Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, das Video. Es war vielleicht für euch auch so ein Aha-Moment. Habt euch vielleicht auch selber schon mal Gedanken zu dem Thema gemacht? Ist euch vielleicht auch selber schon mal aufgefallen? Habt dieselben Beobachtungen gemacht? Das würde mich natürlich sehr interessieren. Schreibt mir gerne unten in den Kommentaren, wie es denn da bei euch so ausschaut. Und gebt mir natürlich auch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, das macht mir natürlich auch Mut, weiter solche Videos in dem Bereich zu machen, ja, wenn es euch auch interessiert. Und abonniert meinen Kanal, um auf dem Laufen zu bleiben, da ich wirklich fast wöchentlich neuen Rosazea-Content poste und was mir so alles dazu durch den Kopf geht. Und damit ich es auch nicht vergesse, ich bin auch auf Instagram unter jasmin_amarena zu finden, wo ich auch regelmäßig ja, neuen Content zu den Videos, aber auch so ein bisschen random poste, aber immer natürlich im Hinblick auf Beauty, Lifestyle und auch Ernährung, aber auch eben Hautpflege für sehr sensible Haut. Und freue mich natürlich auch schon riesig aufs nächste Video mit euch und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann. Ciao.